Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel des FC Augsburg gegen den FC Bayern München. Endstand 2:1. Ich begrüße die beiden Trainer, Julian Nagelsmann und unseren Trainer Markus Weinz hier ganz herzlich. Und alle Kollegen, die oben auf der Pressetribüne zugeschaltet sind. Herr Nagelsmann, Ihre Worte zum Spiel bitte. Ja, zuallererst mal Glückwunsch, Markus, an dich und an Augsburg zu dem Sieg. In meinen Augen ist auch nicht unverdient. Das mal vorneweg. Ich finde, dass wir in der ersten Halbzeit eigentlich extrem viel Platz hatten, den unglaublich schlecht genutzt haben, haben sehr zurückgerichtet gespielt im eigenen Ballbesitz, sehr viel Rückpässe, hatten eigentlich im zentralen Mittelfeld eine große Überzahl, die wir ganz, ganz selten gut und zielgerichtet ausgenutzt haben, haben dann eigentlich kaum Durchbrüche gehabt über den Flügel, die eigentlich sehr häufig möglich waren. Und dann waren wir relativ schnell 2:0 hinten auf eine sehr identische Art und Weise, wie wir auch im Pokal gegen Gladbach drei Tore gekriegt haben. Eine sehr ähnliche Art und Weise, wie wir auch gegen Freiburg dann am Ende ein Tor kriegen, wie wir in der Champions League schon ein Tor gekriegt haben, zuletzt gegen Benfica. Haben die Situation vor zwei Tagen eigentlich nochmal besprochen und heute leider dieselben Fehler wieder gemacht. Eine Mischung aus mehreren Dingen, ohne jetzt dazu sehr ins Detail zu gehen. Natürlich sind wir enttäuscht, was das Ergebnis angeht. Ich bin heute auch tatsächlich den ersten Tag als Bayern-Trainer richtig sauer auf uns, jetzt nicht auf die Mannschaft allein, auf uns einfach sauer, weil wir das deutlich besser machen müssen, als wir es heute gemacht haben. Und natürlich ist dann so, wenn du lange Zeit 2:0 hinten bist oder dann irgendwie nicht diese hundertprozentigen Chancen kommen, wir hatten dann noch eine mit Levi vielleicht zum Ausgleich, aber am Ende waren das nicht genügend, finde ich, um vielleicht einen Punkt mitzunehmen, klar. Aber auch mit dem Punkt wären wir jetzt nicht mega zufrieden gewesen. Aber zu wenig Chancen am Ende, um die drei Punkte zu holen. Ich glaube, wenn wir länger zu Null spielen, was den Anspruch sollten wir dann schon haben, in den Spielen einfach länger zu Null spielen zu können, dann glaube ich, wird der Druck von uns irgendwann so groß, dass wir es auch gewinnen. Aber wenn du in 2:0 hinterherläufst und Augsburg dann sehr körperbetont, leidenschaftlich, auch abgezockt, muss man auch sagen. Ich ärgere mich nicht über irgendwelche Zeitspiele, sondern ich finde, das muss so sein im Profifußball. Das ist einfach so, das gehört dazu und das haben sie clever gemacht und am Ende, wie gesagt, auch nicht unverdient gewonnen. Dankeschön, Herr Nagelsmann. Markus, wie hast du es erlebt? Ja, danke, Julian. Ich gebe die Glückwünsche gerne an die Jungs weiter. Ich finde, wir haben heute ein super Spiel gemacht, vor allem in der ersten Halbzeit. Haben einen tollen Fight abgeliefert über 90 Minuten, haben 2:0 die 2:0 Führungstreffer erzielt oder die zwei Tore erzielt. Jeweils finde ich wunderbar über die linke Seite. Und wenn du 2:0 in Führung bist, dann gibt es natürlich irgendwann mal den Glauben, dass du das wirklich auch schaffen kannst. Der Anschlusstreffer hat mich geärgert, weil es war eigentlich keine hundertprozentige Chance. Zweite Halbzeit war es dann so, dass wir natürlich gemerkt haben, dass Bayern immer stärker wird, auch gut gewechselt hat mit Musiala und mit Davies auf der linken Seite. Aber wir haben es mit allem Geschick und mit sehr viel Willen und einer guten Systematik dann auch verteidigt und dann brauchst du auch das notwendige Glück. Aber im Großen und Ganzen glaube ich schon, dass wir aufgrund der ersten Hälfte heute auch verdient gewonnen haben. Und das zu sagen gegen Bayern München macht mich unheimlich stolz. Können die Jungs auch wirklich stolz drauf sein und so müssen wir weiterarbeiten und so geht's und so werden wir auch in dieser Saison dann unser Ziel erreichen. Dankeschön. Danke dir, Markus. Die Kollegen, die eine Frage haben, bitte im Chat anmelden. Die erste Frage kommt von Tobi Altscheffel. Servus. Eine Frage an Julian Nagelsmann. Julian, was glaubst du denn oder glaubst du, diese ganze Unruhe unter der Woche bezüglich Corona, Impfung, Quarantäne und so weiter, hat einen Einfluss auf die Mannschaft? Und zum anderen, es liegt ja nie an einem einzelnen Spieler, aber Jo Kimmich, der bis jetzt sehr gut in der Saison gespielt hat, hat gefehlt. Marcel Sabitzer, der sich noch ein bisschen schwer tut, hat vielleicht nicht sein bestes Spiel gemacht. Welchen Einfluss hat das Ganze auf dich, auf euch, auf die Mannschaft? Vielen Dank. Ja, ich finde, dass das keine Ausrede ist. Es gibt natürlich Phasen im Leben, die ruhiger sind, aber das geht allen Menschen so. Es ist nicht nur Corona bei Bayern München, sondern glaube ich auf der ganzen Welt. Und von dem nach wäre es für mich oder ist es für mich eine zu leichte Ausrede. Es kann ja auch sein, dass Josh Kimmich sich im Abschlusstraining verletzt. Dann wären wir trotzdem angereist und hätten versucht, das Spiel zu gewinnen.
Sabi ist noch nicht an seinem Leistungslimit angekommen. Er hat extrem viel Qualität. Das wäre heute auch, glaube ich, war eigentlich ein Top-Spiel für ihn, wo er auch in Leipzig schon viele super Spiele gemacht hat auf der Position, gegen eine ähnliche Systematik beim Gegner und ähnliche Räume, die er deutlich besser bespielen könnte. Am Ende ist es mir immer zu plakativ, diesen Ballverlust dann zu nehmen fürs Gegentor. Du kannst immer mal einen Ball verlieren, aber es geht einfach darum, wie wir darauf reagieren. Und wir reagieren einfach nicht so richtig auf den Ballverlust, sondern da ist sehr viel Daumen drücken und hoffen, dass es die anderen noch verteidigen. Und am Ende haben wir zwei Ballverluste. Ja. Beim einen kann man vielleicht Foul geben, aber es ist jetzt auch kein klares Foul, dass ich jetzt sage, ja, da muss man abpfeifen oder muss man den Vorteil zurücknehmen. Das ist eine kleine Berührung, die auch recht clever ist im Vollsprint. Aber es geht dann immer darum, wie reagieren wir drauf. Und das haben wir zweimal auf die komplett identische Art und Weise gleich gemacht und dann zweimal auf die nahezu identische Art und Weise. Beim ersten war es halt ein zweiter Ball und beim anderen war er direkt drin, aber es war zweimal eigentlich die gleiche Aktion. Nächste Frage von Robert Götz von der Augsburger Allgemeinen. Herr Weinzel, ein Satz zu Mats Petersen. Das 1:0 war, glaube ich, sinnbildlich für euer Spiel heute. Das war unheimlicher Willen. Er wollte das Tor unbedingt machen. Ist er angekommen bei euch jetzt? Ja, ein sehr gutes Spiel gemacht, auch auf der offensiven Position. Und wie er das Tor macht, war gedanklich einfach sehr, sehr schnell und ist da vorne rein gelaufen, gesprintet und macht das Tor, was er wirklich sehr, sehr gut erkannt hat. Und nochmal, hat er ein gutes Spiel gemacht. Ist nicht nur jetzt angekommen, sondern finde ich schon die ganze Saison ein Faktor, ein wichtiger Faktor für unser Spiel und hat immer seine Chancen, die er bekommen hat, dann auch genutzt. Die nächste Frage von Florian Kienast. Hallo Herr Weinzierl, Sie haben ja auch die ganzen Diskussionen jetzt diese Woche mitbekommen beim FC Bayern um den Impfstatus von Joshua Kimmich auch in den vergangenen Wochen. Jetzt war der FC Augsburg im Sommer die erste Mannschaft, die erklärt hat, dass alle Spieler durchgeimpft sind. Es kann natürlich immer Impfdurchbrüche geben, das wissen wir. Aber sind Sie dennoch froh, dass Sie sich solche Diskussionen um den Impfstatus ungeimpfter Spieler und die Unsicherheit, ob einer wieder in Quarantäne muss, weil er ungeimpft ist, weil er Kontakt zu einer Verdachtsperson hatte, dass Sie sich sowas beim FC Augsburg ersparen, einfach dadurch, dass alle Spieler geimpft sind? Ja, diese Diskussion haben wir nicht, aber ich darf auch an die vorherige Frage anknüpfend noch erinnern, dass wir Ruben Vargas heute mit einem positiven Test dann nicht im Kader gehabt haben und der in Quarantäne ist. Also diese Themen haben wir auch und wir haben natürlich auch Ausfälle mit eben Vargas, mit Niederlechner, mit Finn Bogason. Das ist mindestens ein Kimmich, also von daher ist das keine Ausrede, sondern wir haben heute als Mannschaft eine gute Leistung abgeliefert. Die gespielt haben ihre Chance genutzt und klar, das Impfthema, das begleitet uns, aber nicht nur im Sport, sondern im Alltag und ich hoffe einfach, dass wir da gemeinsam schnell durchkommen. Titus Fischer, bitte. Markus, Sie haben gesagt, der Glaube war dann da. Ist es in so einem Spiel noch viel wichtiger als vielleicht in einem anderen Spiel, dass man dieses 1-0 einfach macht, dass der Glaube größer wird? Ja, 1-0 ist gegen Bayern eigentlich nichts, aber bei 2-0, wenn ich ehrlich bin, war ein kleiner Glaube da. Und den haben wir verteidigt und das war wirklich eine gute Leistung, zweite Halbzeit. Natürlich haben wir keine Konterangriffe mehr gehabt, wir haben keine Präsenz mehr gehabt im gegnerischen 16er, aber wir haben mit allem, was wir haben und mit Kompaktheit und sehr, sehr viel Willen und Leidenschaft diesen Sieg festgehalten und das war gut. Die nächste Frage von Dominik Mesch an Julian Nagelsmann. Sind sogar zwei, und zwar zum einen, Sie haben so sinngemäß gesagt, Herr Nagelsmann, wenn wir einen Ball verloren haben, dann drücken wir uns den Daumen und hoffen, dass ein anderer das ausbügelt. Hat dann heute die Mannschaft gewonnen, die einfach mehr füreinander getan und mehr füreinander gearbeitet hat? Das ist die eine Frage. Und die andere Frage ist, jetzt nehmen Sie uns mal mit, nächste Woche geht es nach Kiew oder gegen Kiew. Wie schauen die nächsten Tage aus? Ich glaube, dass unsere Mannschaft schon füreinander arbeitet, die Spieler füreinander arbeiten. Das ist nicht ganz einfach immer zu erklären, ob das jetzt ein taktischer Punkt ist oder ein Bereitschaftspunkt oder eine Situation wahrzunehmen und zu erkennen. Am Ende werden wir es morgen nochmal anschauen, um auf die zweite Frage gleich zu kommen. Weil die erste ist mir ein bisschen zu plakativ, ehrlich gesagt, und zu überschriftslastig. Wir werden morgen Training haben, ganz normal die Situation auch nochmal anschauen.
was wir normalerweise nicht machen in dem Rhythmus, in dem wir fahren, mit den alle drei Tage spielen. Aber morgen machen wir es schon. Schauen noch mal ein paar Szenen an. Dann haben wir am Sonntag einen freien Tag und am Montag haben wir Abschlusstraining in München. Wir werden dann Flugzeug besteigen und nach Kiew fliegen. Dann Abendessen, dann ins Bett gehen, Frühstück, Aktivierung, Standardbesprechung, nochmal schlafen, nochmal ein Essen und dann fahren wir ins Stadion. Die Anschlussfrage von Georg Holzner. Hallo. Hallo Herr Nagelsmann, ich grüße Sie. Ich hoffe, Sie können mich hören. Ich sitze nur im Auto und weiß nicht, wie dunkel das jetzt hier gerade ist. Ja, Sie haben die Defensive angesprochen. Was muss sich da jetzt eigentlich im Großen und Ganzen mal verbessern? Vielleicht auch im Detail, weil die Defensive war vergangenes Jahr schon so ein bisschen die Achillesferse beim FC Bayern. Jetzt hat man schon die Erwartungen halt auch gehabt, dass sich da in diesem Jahr was ändert, was zwischenzeitlich auch mal sehr, sehr gut ausschaut hat. Wie sehen Sie das? Was muss da sich jetzt ändern in den nächsten Wochen? Ja, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, weil das schon was ist, was die Mannschaft betrifft und was wir auch intern besprechen. Es geht einfach immer darum, wir sind eine Mannschaft, die überwiegend mehr Ballbesitz hat als der Gegner und dementsprechend auch den einen oder anderen Ballverlust mal drin haben in der Öffnung oder auch im letzten Drittel, scheißegal. Und dann geht es darum, wie ich an der Ort und Stelle, wo ich den Ball verliere, wie ich da reagiere. Das ist Punkt 1. Und dann geht es darum, wie ich den Raum, der um den Ballverlust entsteht, absichere. Und wenn die Aktion in Ballnähe nicht gut ist, dann ist das Raumverteidigen noch viel, viel wichtiger. Wenn die Aktion in Ballnähe herausragend gut ist mit einer maximalen Intensität, dann kann man auch mal den Raum ein bisschen vernachlässigen, weil der Gegner, die meisten Gegner dann nicht die Mittel haben, da immer rauszukommen. Wenn es eine Kombination aus beiden gibt, keinen maximalen Druck auf in dem Ort, wo du den Ball verlierst und dann ballfern, keinen Raum schließen, dann ist es so wie heute und du kriegst 2 Tore. Tobias Altscheffel mit einer Frage an Markus Weinzierl. Markus, war das heute vielleicht so ein bisschen ein Spiel, das sich an die erste Zeit in Augsburg erinnert hat? Ein bisschen Augsburg reloaded, wenn man die Mannschaft in Sachen Kampfgeist, Wille, Einsatz anschaut, auch das Zusammenspiel, Publikum, Auswechselbank und Spielfeld. Ja, stimmt, so wollen wir die Mannschaft sehen. Es war in den letzten Monaten nur phasenweise zu sehen, aber so wollen wir immer spielen und so wollen wir über 90 Minuten agieren. Aber auf der anderen Seite habe ich die Mannschaft schon auch daran erinnert, dass wir in den letzten 3 Heimspielen 7 Punkte geholt haben und eigentlich 2 davon auch noch gegen Bielefeld hergeschenkt haben. Also wir sind schon heimstark, das haben wir gewusst, an das habe ich die Mannschaft auch nochmal erinnert. Aber es war heute so, dass der Funke von uns auf die Fans übergesprungen ist und dann ist es hier in Augsburg unangenehm zu spielen. Aber das ist auch die Voraussetzung dafür, dass du eben als Kleiner gegen Bayern München gewinnen kannst, dass du überhaupt Bundesligaspiele gewinnst. Ist, finde ich, sehr, sehr schwer und heute ist uns gelungen, nochmal durch eine sehr, sehr große Energieleistung im Zusammenspiel mit den Zuschauern. Robert Götz, bitte. War das Spiel in Hinsicht auf Hertha jetzt vielleicht sogar 6 Punkte gewonnen, weil, sagen wir, das Selbstvertrauen und das Selbstbewusstsein, das man sich mit dem Sieg gegen Bayern holt, kann im Abstiegskampf vielleicht sogar noch mehr wert sein als die 3 Punkte? Also ich schaue auf den Zettel da stehen nur 3 Punkte, also 6, glaube ich, kriegen wir nicht gut geschrieben. Aber 3 gegen Bayern München sind Zusatzpunkte, die wir uns geholt haben, die wir aber auch vielleicht gebraucht haben, weil wir schon viele liegen gelassen haben. Und auswärts müssen wir uns sowieso steigern. Dieses Spiel heute ist die Messlatte für die Mannschaft, für die Jungs, wie sie fighten müssen und wie sie zusammenarbeiten müssen. Und da werden wir hoffentlich so weitermachen. Eine weitere Frage an Markus Weinzierl von Dominik Mesch. Frage der Kollege Götz gerade gestellt, danke. Gut, dann machen wir mit Klaus Bergmann weiter von der dpa für Julian Nagelsmann. Hallo Herr Nagelsmann, eine Frage mal zu Niklas Süle. Wie geht es dem denn eigentlich und wann rechnen Sie mit ihm wieder oder wann können Sie mit ihm wieder planen? Wissen Sie das schon? Ja, ihm geht es besser. Er hat ein paar Symptome, deswegen muss er auch die 14 Tage in Quarantäne. Ich muss nochmal zurückrechnen. Ich glaube, dass er, was haben wir heute, Freitag? Ich glaube, dass er am Montag, war das Montag, ich glaube, wieder freitesten darf.
Ich kann aber nicht sagen, wann ich mit ihm rechnen kann, weil ich jetzt das PCR-Ergebnis nicht vorhersehen kann. Aber ich gehe davon aus, dass er dann wieder negativ ist und dann wieder zurückkommen kann. Und da muss man gucken, wie er es verkraftet, wie wann er wieder ins Training einsteigt. Aber das ja, gibt es wie bei allen Verletzungen, Krankheiten jetzt keine genaue Prognose, weil ich das nicht so vorhersehen kann. Gut, alle Fragen geklärt. Dann Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit. Ihnen allen einen schönen Abend und unseren Gästen eine gute Heimfahrt. They never second guessed, they didn't set limits. Are you a follower or a visionary? Can you handle the load that you were meant to carry? Cause we're on a mission, listen, it's beyond description. We don't wanna fit in if we're living in a contradiction.